Hallo Leute. Willkommen zurück. Ich bin euer Datingkumpel und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Bevor wir jedoch starten, vergesst bitte nicht, auf den Gefällt mir-Button zu klicken und meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank und viel Spaß. Heute sprechen wir über eine ganz besondere Zeit, die jeder von uns schon einmal erlebt hat. Die Kennenlernphase. Diese ersten Wochen und Monate mit jemandem Neuen sind aufregend, vielleicht auch ein bisschen unsicher, aber vor allem sind sie entscheidend dafür, wie es weitergeht. Die Kennenlernphase ist wie das Fundament eines Hauses. Wenn es stabil ist, kann darauf eine starke Beziehung aufgebaut werden. Doch wie gestaltet man diese Zeit, um eine solide Basis zu schaffen? Hier sind einige Tipps, die dir dabei helfen können. Tipp 1. Sei du selbst, denn Authentizität schafft Vertrauen. Es ermöglicht beiden Partnern, sich wirklich kennenzulernen und zu entscheiden, ob sie zueinander passen. Tipp 2. Kommuniziere richtig. Offenheit und Ehrlichkeit in Gesprächen fördern eine tiefe Verbindung und helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Tipp 3. Setze Grenzen. Es ist wichtig, von Anfang an klarzustellen, was du möchtest und was nicht. So stellst du sicher, dass sich beide Partner optimal aufeinander einstellen können. Tipp 4. Nimm dir Zeit. Gut Ding braucht nämlich Weile. Lass die Beziehung in ihrem eigenen Tempo wachsen und versuche nicht, Dinge zu überstürzen. Tipp 5. Genieße den Moment. Vergiss nicht, Spaß zu haben und die gemeinsame Zeit zu genießen, anstatt dich ständig zu fragen, wohin die Reise geht. Tipp 6. Vermeide Vergleiche. Jede Beziehung und jede Person ist einzigartig. Vergleiche deinen neuen Partner oder eure Beziehung nicht mit früheren Erfahrungen. Tipp 7. Achte auf rote Flaggen. Die Kennenlernphase ist oft von einer rosaroten Brille geprägt. Halte trotzdem Ausschau nach Verhaltensweisen, die auf langfristige Probleme hinweisen könnten. Tipp 8. Bewahre deine Unabhängigkeit. Auch wenn ein neuer Partner aufregend ist, vergiss nicht, auch Zeit für dich selbst, deine Freunde und deine eigenen Interessen zu bewahren. Und zuletzt Tipp 9. Sei offen für Unterschiede. Unterschiedliche Interessen und Perspektiven können eine Beziehung bereichern. Lerne Neues und entdecke die verschiedenen Seiten deines Partners. Das war's für heute, Leute. Ich hoffe, diese Tipps und Ratschläge helfen euch dabei, souverän eure Liebe kennenzulernen. Weitere Informationen dazu findet ihr in meinem Blogartikel über die Kennenlernphase. Der Link ist in der Videobeschreibung. Vergesst bitte nicht, dieses Video zu liken und teilt es mit euren Freunden, die vielleicht auch gerade in der Kennenlernphase sind. Bitte abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine meiner zukünftigen Videos verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Datingkumpel.